Ein Tag vor dem Champions League Rückspiel in Turin gegen Juve hat der FC Bayern und hat halt ein Robben und der Trainer Jupp Heynckes die Pressekonferenz gehalten, wie es auch normal ist vor dem Spiel. Also in der sagten sie, sie müssen auf jeden Fall alles geben und so. Und sie kommentierten die Aussagen von Milko Vucinic, dem Stimme aus Montenegro von Juve, der sagt, es wird ein Krieg geben. Das war natürlich nur eine Metapher und im Italienischen ist es im Deutschen wirklich schlimm, muss man so sagen. Aber im Italienischen ist es halt nicht so. Deshalb darf man es nicht so ernst nehmen. Also darf man es jetzt nicht so übertrieben sehen, ne? Also Bayern wird mit dem nationalen 4-2-3-1 System spielen. Also Neuer im Tor, der in den letzten zwei Spielen eigentlich gut gespielt hat. Oder in den letzten drei. Ne, in den letzten zwei richtig gut eigentlich gespielt hat. Mal patzt der ja auch gerne. Dann auf der rechten Verteidigung Lahm, dann in der Mitte Van Beuten und Dante, dann auf der anderen Seite, auf der linken Abwehrseite, ist dann der David Alaba, der schon im Hinspiel getroffen hatte. In der Mitte Martinez und Schweinsteiger und Martinez, der wieder von seiner Gelbsperre zurückkommt. Er wird wahrscheinlich heiß sein. Sehr heiß sein. Und dann auf dem rechten Flügel Arjen Robben, falls jetzt nichts Großes passieren sollte. Dann in der Mitte Müller und dann auf links natürlich Frank Ribéry. Und vorne wohl Mario Mandzukic. Es könnte aber auch natürlich Claudio Pizarro oder Mario Gomez spielen. Vielleicht ist Mario Gomez eher als Claudio Pizarro. Bei Juve kommt nach dem 2-1 gegen Pescara der Buffon im Tor zurück. Spielt mit dem 3-2. In der Verteidigung kommen Buffon war ja ist noch nicht so topfit, weil er hatte Grippe und hat deshalb auch wahrscheinlich gepatzt. Dann ging es gar nicht gut. Dann halt in der Verteidigung kommen Banzai und Chiellini zurück und dann in der Mitte spielt Bonucci. Im Mittelfeld auf der rechts, da kann man eigentlich, also da gibt es zwei, die spielen könnten. Isla, was eher als unwahrscheinlich genannt wird, aber naja, er könnte schon spielen, er ist ein geiler Spieler. Und, also wer wahrscheinlich ist, ist Simone Parolin. Ganz guter Spieler, jetzt nicht wie es groß ist. Dann in der Mitte Paul Pogba. Geile Schüsse aus der Distanz. Geile Schüsse aus der Distanz. In der Mitte dann Andrea Pirlo, der ausgeruht hat. Der sich ausgeruht hat. Dann neben ihm Claudio Martinez, der nach der Saison oder wenn sie aus der Champions League ausscheiden, operiert werden wird. Denn er hat ein kleines Problem. Deshalb hat er es in den letzten Wochen nicht mehr so top gespielt. Dann auf der Links Asamoah, wahrscheinlich als Pelouse, denn er ist auch offensiv. Und er war nicht davor in Form. Jetzt hat er ein recht gutes Spiel gegen Pescara gemacht. Und vorne, naja, Vucinic vielleicht. Er hat jetzt schon zwei Tore geschossen gegen Pescara. Und naja, wahrscheinlich. Also Matri oder Quagliarella. Also Alcá
ist verletzt oder hat familiäre Probleme oder sowas. Dovinko ist verletzt, denn er hat einen Schlag aufs Knie gekriegt und das wird ihn ein bisschen stoppen. Das ist schade, denn er ist ein toller Spieler. Okay, Major Newsroom.tumblr.com. Danke und ciao.